Hi, schön, dass ihr dazuschaltet. Hier zeige ich euch ein Tutorial, wie man ein Molar modelliert. Viel Spaß! Angefangen zeichne ich die Höckergraden ein. Somit kann ich die Breite meines Zahnes ermitteln. Weiter mache ich mit einem roten Unterziehwachs. Wenn ich den Stumpf jetzt herausnehmen könnte, würde ich ein Tiefziehwachs benutzen. Ich würde das Tiefziehwachs auf eine Stärke von 0,3, 0,4 modellieren. Die Stärke ist für mich später wichtig, wenn ich meine Visurentiefe modelliere, weiß ich, wie dick mein Zahn später sein wird und wie tief kann ich überhaupt modellieren. Jetzt modelliere ich erst grob meine Höckerspitzen. Man nennt es auch Fischmaul. Meine beiden bukalen Höcker, die sind annähernd gleich hoch. Der mesiobukale Höcker, den werde ich später geringfügig höher gestalten. Mein mesiopalatinaler Höcker ist deutlich breiter als der distopalatinale Höcker. Bukalen Seite schaue ich gleich, dass ich meine Modulation verjüngend nach unten gehe. Bei der Modellation drehe ich und wende ich meine Krone, damit mein Zahn nicht zu breit oder zu dünn wird. Deshalb die Profilansicht von vorne. Das ist nur ein Tempotuch, mit dem ich meinen Zahn leicht poliere. Der Rand wird noch schön glatt gezogen. Jetzt kommt meine palatinale Seite dran. Mein unteres Drittel meiner Krone gestalte ich flach zulaufend. Meinen distopalatinalen Höcker lege ich auf meinen mesiopalatinalen Höcker drauf. Mein Carabelli-Höcker wird jetzt schon mal leicht angedeutet. Den Tuberculum Carabelli Höcker trifft man bei fast 60% aller oberen Molaren an. Mein Carabelli Höcker läuft nach unten hin richtig schön flach ab. Erst wenn meine äußere Form soweit steht, mache ich mit meiner inneren Form weiter. Dort fange ich meist mit meinen Haupthöckern an. Man kann jetzt auch ganz deutlich erkennen, dass meine Stampfhöcker deutlich flacher gestaltet werden als später meine Scherhöcker. Hierbei taste ich mich ebenfalls von Höcker zu Höcker vor. Die kleinen Leisten, die sind sehr wichtig an den einzelnen Höcker, damit der Speisebrei vorbeifließen kann und die Funktion bei den Bewegungen des Zahnes erhalten bleibt.
Der 1,6 steht leicht schräg im Kauapparat, verglichen mit einer kleinen Raute. Jetzt geht es weiter mit dem kleinsten Höcker meines Molaren. Auch verglichen mit den Nachbarzähnen wird meine Krone nicht zu hoch oder zu niedrig modelliert. Sollte alles eine fortlaufende Linie bilden. Meine Leisten meiner jeweiligen Höcker dürfen nicht zu breit gestaltet werden. Weiter geht's mit meinen Scherhöckern. Die sollten natürlich deutlich spitzer zulaufen als meine Stampfhöcker. Jetzt stelle ich meine Crista Transversa fertig. Die transversal laufende Leiste, die den distobukalen Höcker mit meinem mesiopalatinalen Höcker verbindet. Mein distobukaler Höcker endet mit einer Dreieckwulst. Meine Dreieckwulst flacht in der zentralen Grube ab. Die beiden Höcker werden nur durch ein Grübchen geteilt. Meine zentralen Haupthöcker, die sind massiver als meine kleinen Leisten gestaltet. Schluss kommen noch kleine Verbesserungen. Man kann natürlich immer gern ein Modellierinstrument verwenden, in dem man Feinheiten bestmöglich ausarbeiten kann. Dafür habe ich jetzt für meine Fissuren einen alten Fissurenschleifer benutzt, den ich noch zugespitzt habe, wo ich meine Fissuren noch schön ausarbeiten kann. Wichtig ist, dass man zuletzt nicht zu tief in die Tiefe geht, weil meine Krone sollte ja kein Kariesfänger werden. Mit einem kleinen Pinselchen kann ich meine
Frisuren noch ein bisschen glatt bürsten. Meine einzelnen Höcker, die sind in etwa annähernd gleich breit und es sollte in etwa eine Linie von Mesial nach Distal geben. Dann habe ich meine tiefen Frisurenpunkte. Einmal meine Zentrikgrube, dann meinen tiefen Punkt Distal, direkt hinter der Crista transversa und zuletzt noch Mesial. Die Punkte werden gerne mal vernachlässigt. Wenn man darauf achtet, bekommt der Zahn viel mehr Charakter und sieht einfach lebendiger aus. Mein Zahnstumpf gibt mir meine spätere Form vor. Sobald ich zu stark außer Form gerate, wird dieser fehlbelastet. Und das könnte dazu führen, dass mein Zahn später vorzeitig herausfällt. Das zeigt mir, dass alles eine fortlaufende Linie gibt. Von meinem dicksten Punkt am Zahnstumpf bis hin zu meiner Zahnspitze und bis hin zur Fissur. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt oder mich abonniert. Vielen Dank!